ist doch wohl nicht wahr. Okay, dann heißt es ja wohl doch erstmal Ende nach der 2-Stunden-Aufnahme. Das ist ja super. Das ist ja echt blöd, dass man da jetzt nicht hochkommt. Wieso kommen wir da jetzt nicht hoch? Das ist ja richtig scheiße. Na super. Okay, dann Planänderung. Also muss ich mich doch nochmal durch diese Horde durchkämpfen. Na tolle Kiste. Das haben sie ja echt schlau eingefädelt. Nicht. Und das sieht nach einer Gleitpassage aus. Es ist auch eine. Moment. War da gerade was? Ah ne, das ist nur von unserem Teil. Plasmasturm nennt sich die Waffe jetzt. Geil. Also wir haben jetzt sogar... Haben wir jetzt ernsthaft 4 Waffen verbessert? Ach ja, die Chafinator, den muss ich ja auch noch verbessern. ja. Stimmt. Die Waffe muss ja auch noch aufgewertet werden. Ei. Also ich glaube, wir haben jetzt 4 Waffen verbessert. Den Plasmasturm, den Rauschmeißer, die Mini-Raketenröhre und den Schild. Ja. Nicht schlecht. So, mal gucken, was uns hier drin... Na super. Na klasse. Ja, hervorragend! Geil. Nach Spitzenklasse. Ja, das war scheiße. Ich wollte die kleine Lücke mitnehmen. War nur mäßig erfolgreich, würde ich mal sagen. Mal gucken, wie weit wir noch kommen, bevor die 2 Stunden erreicht sind. Dann muss ich leider meine letzte Aussage revidieren mit den Länge, bis wir durch sind mit der Eistundra. So leid es mir tut. Ich dachte echt, wir könnten da schon hoch. Dem ist leider nicht so. Schade, schade. Okay, Speicherpunkt. Okay. Wir können das ja schon mal ein bisschen beleuchten, was da Sache ist. Fuck. Mist, Zeit abgelaufen. Klar. Jetzt aber. Das sind irgendwelche Bots, die da rumfliegen. Und die schwer bewaffnet sind. Au. Bringt das denn was für den Scharfinator? Ich denke mal, ein bisschen Erfahrung dürfte es bringen. Au. Die Gegner scheinen immer wieder nachzuspawnen. Ja, das Monster-Lexikon wollte ich euch ja auch noch zeigen. Das tun wir auch gleich. Au. Das ist ja blöd. Wir können nicht einfach so schon die Mondsteine holen, sondern wir müssen erst abwarten, bis wir da durch sind. Das ist ja kacke. Ich habe echt gedacht, wir können schon anfangen, das so weit zu machen, dass wir einfach nur noch das machen brauchen. Wisst ihr? So.
Ja, genau. Setz dich gleich auf meinen Schoß, um mir die Rübe wegzuballern. Danke. Danke. Alter. Dahinter ist er. Danke. Ach, guck mal an. Es gibt hier wieder so eine Art Inspektor-Bot, okay? Ein bisschen Erfahrung noch sammeln, bevor wir sterben. Ich denke mal, wir werden gleich drauf gehen. Dann werde ich euch auch das Monsterlexikon noch zeigen, beziehungsweise mit euch durchgehen. Sind ja einige Monster seit dem letzten Mal dazugekommen. Auch von der Menge her sind ordentlich Monster dazugekommen. Hervorragend. Sehr gut. So, was ist das hier? Was bewirkt das? Moment, da war doch vorhin ein Dings. Ein Abdruck für einen Inspektor-Bot oder etwa nicht? Ach so, da brauche ich den Hypnomatik für. Alles klar. Ja, da ist der Rüstungsverkäufer. Diese Panzerung kostet 1 Million. Die Carbonox-Panzerung, die bietet uns 90% Schutz. Die ist richtig gut. War leider auch verdammt teuer. So, ich denke mal, die Katze mit Angela Cross nehmen wir noch mit und dann ist wirklich Feierabend. Weil, wie gesagt, der Livestream dürfte ja bald losgehen. Nein, scheiße. Zeit abgelaufen. Mist. Jetzt aber. Jetzt können wir hoch. Wo uns diese ganzen Scheißmonster entgegenkommen. Na super. Gut, das werden wir dann aber in der nächsten Aufnahme machen. Also mussten wir das so oder so machen. Na super. Aber wir müssen da wahrscheinlich sowieso nochmal rein, sobald wir den Hypnomatik komplett zusammengesetzt haben. Wie gesagt, ich werde mit euch zusammen jetzt noch die Dings durchgehen. Die Monster werde ich, also Greybean werde ich offscreen machen, das Eisfeld. Um die Mondkristalle zusammenzusammeln, aber auch nur das. Ich werde nicht weiter voranschreiten. Ich werde nicht das Hypnomatik-Teil da in Anspruch nehmen von dem Typen. Nur die Kristalle sammeln und die Viecher platt machen. Und jetzt gehen wir nochmal das Monsterlexikon durch, bevor ich das wieder vergesse. Ich wollte das Monsterlexikon. Danke. So, MSR-1 Kettensäge-Modell 323 getötet. Den MSR-2 Flammenwerfermodell 148 Gegner getötet. Klingenball 620. Ja, 620. Schlammwühler-Mutant 61. Sumpfmonster-Mutant 51 getötet. Glühwurm-Mutanten 27, was ziemlich wenig ist. Okay, Moormonster 1. Deswegen auch damals die 1. 3 Monster. Moormonster 2. Ne? Ein Monster getötet. Wie gesagt, wenn ihr euch den Text durchlesen wollt, einfach die Pausentaste drücken. Als Abschneider Schläger haben wir 71 erledigt. Megacorp Hühnerbot 447.
Megacorp Gladiatoren auf Magda Nebula wohlgemerkt 226. Die Kettensäge haben wir 5-mal besiegt. Den B2-Brüller sogar 8-mal. Aber auch nur wegen des Stilpunktes. Megacorp-Fegerbots haben wir 130 erledigt. Megacorp-Laserbots haben wir 37 erledigt. Megacorp-Nietenbot, wie ich finde, der geilste Name der Welt. 10 Bots, also 10 Gegner. Dann der Halsabschneider-Boss mit dem Heli haben wir 1-mal erledigt, logischerweise. Vukova-Eingeborene 57, das waren die auf Barlow, steht aber auch da unter Heimatwelt. Baloisches Sauromonster haben wir auch 13 erledigt. Gettetrons Hund des Schmusetods haben wir 124 erledigt. Halsabschneider-Vollstrecker haben wir 55 erledigt, das waren die in der Kanalstadt. Halsabschneider-Angriffsschiff haben wir 4 erledigt. Kettensäge MSR Version 2.0 haben wir 35 erledigt. Davon den Flammenwerfer 2.0 haben wir 24 erledigt. Ich glaube, das waren die auf Sibirius. Den Dieb, also Angela Cross, haben wir 1-mal erledigt. Die Glühwürm-Mutanten aus Sabora haben wir 298-mal erledigt. Das Wüstendünenmonster haben wir 35-mal erledigt. Spiner Dünenkrabbler 250-mal. Megacorp-Soldaten haben wir 163 erledigt. 11 Megacorp-Wächter. 6 Megacorp-Hoverpanzer. Also auch nicht gerade wenig. Megacorp-Sicherheitsturm haben wir 7 erledigt. Ja, ihr seht diese Zahl richtig. Klingenball Version 2.0 1436 erledigt. Und die meisten davon in der unmöglichen Herausforderung. Jobber-Eingeborene haben wir 159 erledigt. Jobbisches Sauromonster haben wir 274 erledigt, auch hauptsächlich wegen den Megacorp-Spielen. Auch die Zahl seht ihr richtig. MSR 1 Kettensäge Version 3.0 909. MSR Flammenwerfer Version 3.0 805. Der Nitbot 1145 Mal. Auch wieder durch die unmögliche Herausforderung. Die Megacorp-Gladiatoren aus Jobba 788 Mal. 3-mal den Millionenfüßler, 1-mal den Arachnoid, 110-mal den Megacorp-Hunbot Version 2.0, 11-mal den Megacorp-Robowächter, die mutierten Laboreichhörnchen haben wir 86 Mal erledigt, 107-mal den Halsabschneider Erzvollstrecker. Den Halsabschneider Schläger Klasse 2 haben wir 62 erledigt. Megacorp Hover Panzer Version 2.0, das war der, den wir auf Sneevelack als Gegner hatten, haben wir 4 erledigt. 3 Angriffshubschrauber, übrigens auch ein interessanter Name. Zweiköpfiger Smolgischer Schnapper haben wir 50 erledigt. Ich erinnere mich übrigens so ein bisschen an diese Plug-Viecher aus der Raumstation. Nur, dass die nicht so schnell waren. 110-mal haben wir den Grulsch erledigt. Arktis-Riese haben wir 5 bereits erledigt. Also wir kommen jetzt zu den aktuellen Monstern. Ist übrigens auch interessant zu sehen, wie viel Gesundheit er hat. Seht ihr den Gesundheitsbalken da oben? Der ist fast voll. Ja. Die Gegner sind auch nicht ohne. Aber wie gesagt, die werde ich offscreen erledigen. Dann hier den Yeti. Also es ist tatsächlich ein Yeti. 95 erledigt. Empfängerbot Version 3.0 34 erledigt. Auch vom Megacorp, wie man sieht. Und das war's. Gut, liebe Freunde. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wie gesagt, so langsam bewegen wir uns gern Ende dieses Let's Plays. So ganz langsam. Aber wir kommen der Sache allmählich näher. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wie gesagt, ich werde die Tudor-Wüste fertig machen. Ich erspare euch das dieses Mal. Ihr habt es ja bei der Tabora-Wüste schon gesehen, wie es ablaufen wird, so ungefähr. Hier wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr als Zeit in Anspruch nehmen, aber das macht nichts. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann immer ihr es gucken werdet. Und ich sage nun, euer Viper-Fan sagt ciao. Auf bald, bis bald und tschüss und vor allen Dingen bleibt mir gewogen.